An dem folgenden Tutorial will ich euch weisen, wie ihr die Applikation Microsoft Teams auf eurem iPhone installieren könnt. Dafür gehen wir in den App Store und dann drücken wir Teams an und da wird uns die App auch schon angewiesen. Drücken wir Berufsladen und da können wir die Applikation auf unserem Telefon installieren. So, wir haben es installiert. Wir machen Öffnen und loggen uns an mit unserem IAM at 365.education.lu respektive als Schüler at school.lu. Dann akkordieren wir, dass wir uns Mitteilungen kann schicken und dass wir das Mikrofon können benutzen. Und da sind wir schon auf dem Teams, da sehen wir die Einzelfunktionen, wir sehen die Teams, die wir haben. Wir sehen aber hier auch unsere Aufgaben, unseren Chat, unsere Aktivitäten, was alles im Teams lebt und unser Kalender. Natürlich dann von allen Optionen, die den Teams zu bieten hat. Hier sind wir bei Beiträgen, wo ihr Sachen kann dran schreiben. An einem letzten Schritt weisen Sie nur nach vielen Mitteilungen. Das Notifikationen kann ausschalten. Da gehen wir auf Einstellungen, sichern dann eine Mitteilung in unseren Teams und da kann ich das un- und ausschalten. Hier ist es umgeschaltet und kann ihn hin und her regeln. Dann haben wir auch noch mehr detailliert Aufgaben, das ist eine Einstellung am Team selber, an der App selber, in den Einstellungen. Und hier seht ihr, hier könnt ihr vier verschiedene Chats ausschalten, die könnt ihr Ruhestunden erstellen, wenn der Office nicht voll gesteuert sind. Und die könnt ihr eigentlich ganz individualisieren. Das war doch schon vom kurzen Tutorial über Teams am iPhone. Ich sage nicht, merci.